So, hallo, ich begrüße euch zu einem Spiel, auf das ich tatsächlich mal, ich glaube, ich sage das selten, aber auf das bin ich wirklich mal gehypt. Weil es ist so lange her, dass ich Metroid Fusion gespielt habe, was also ja Metroid 4 war. Und Metroid Dread ist jetzt Metroid 5. Ich gehe davon aus, dass die Story sozusagen nach Fusion dann fortgesetzt wird. Ich habe aber keine Ahnung. Ich habe mir so gut wie keine Trailer angeschaut. Ich weiß fast nichts über das Spiel. Ich bin sehr gespannt und ich muss es sagen, ich bin echt gehypt. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, es wird gut. Es ist ein Spiel, auf das ich mich echt gefreut habe, als ich gehört habe, dass das kommen wird. So, wir gehen gemeinsam rein. Ich weiß nicht, was jetzt im ersten Part alles kommt, ob man schon ins Spiel reinkommt und ob man erstmal ganz viele Cutscenes hat. Wir werden schauen. Metroid Dread. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Oh, allein schon die Musik. Oh! Allein schon die Musik. Die typische Metroid-Musik. Oh mein Gott. Wir bleiben jetzt einfach den Part über in diesem Hauptmenü, okay? Cool. Okay, drücke A. Das kann ich. Passe die Helligkeit so an, dass das Bild auf der linken Seite kaum noch sichtbar ist. Die Helligkeit kann jederzeit im Spiel angepasst werden. Kaum noch sichtbar. So wäre das dann. Das Bild auf der linken Seite, ja. Okay, dann machen wir das so. Yes. Ich kann es ja jederzeit anpassen. Okay. Drei Speicherstände gibt es. Let's go. Wenn jetzt eine Cutscene kommt, mute ich mich vielleicht erst. Wobei, nee, ich brauche mich nicht muten. Oh. Metroids. Eine hochansteckende Spezies schwebender Organismen, die ihrer Beute durch physischen Kontakt Energie entzog. Ursprünglich wurden sie von den Chozo entwickelt. Das Wort Metroid bedeutet in der Sprache der Chozo ultimativer Kämpfer. Ihre Nutzung war Anlass für diverse Krisen, deshalb wurde selbst das allerletzte Überbleibsel von ihnen beseitigt, sodass sie nun ausgestorben sind. Genau, eigentlich sind sie in der Story ausgestorben. Und dann kamen ja die... Richtig! Metroid Fusion. Okay, wir gehen tatsächlich in der Story weiter. Dann kamen nämlich die X-Parasiten. Galeartartige parasitäre Organismen vom Planeten SR388. Sie konnten die DNS ihrer lebenden als auch toten Wirte absorbieren und deren Formen annehmen. Wenn sie einen lebenden Wirt infizierten, konnten sie sogar auf dessen Erinnerungen zurückgreifen. Sie wurden nicht von Emotionen geleitet, sondern von einem instinktiven Bedürfnis, sich zu vermehren und besonders starke Wirte zu befallen. Ihre unkontrollierbare Art machte sie noch gefährlicher als ihre einzigen Feinde, die Metroids. Wie die Metroids sollen auch sie ausgestorben sein. Ja, da gab es. Also ich. Es ist schon lange her, dass ich Fusion gespielt habe, aber da gab es ja dann dieses SAX, ne? Diese Variante von Samus, die da mit rumgelaufen ist. Das war super krass. Oh. Da sieht man jetzt nochmal, wie sie befallen wurde von dem Ding, genau. Und dann nämlich diesen X-Parasit-Anzug oder wie das Ding hieß, bekommen hat. Ja, genau. Das ist in Fusion passiert. Nachdem keine Metroids auf SR388 überlebt hatten, wurde er von den X befallen. Schrecklichen Parasiten, die als Kopie eines beliebigen Lebewesen auftreten können. Nichts davon ahnend betrat ich den Planeten, infizierte mich und wäre beinahe gestorben. Das ist Fusion. So fängt Fusion an. Genau, und dann bekommt man diesen Anzug. Deswegen hieß Fusion auch Fusion, weil sozusagen diese Fusion stattgefunden hat. Letztendlich konnte mich nur eine Impfung mit Metroid DNS retten. Impfung! Dank dieser bin ich auch als Einzige in der Lage, die X zu bekämpfen. Diese Fähigkeit wurde prompt auf die Probe gestellt, als ich eine Forschungsstation des Biologic Space Labs aufsuchte, um einem Hilferuf nachzugehen. Genau dort hat nämlich Fusion gespielt. Okay, also es geht wirklich nahtlos an die Story weiter. Das finde ich jetzt schon großartig. Und es ist gut, dass man da nochmal dran erinnert wird, wie das gelaufen ist. Da ist das SAX! Du bist SAX!
Oh Mann, ja. Dort kämpfte ich gegen zahlreiche starke X-Formen, unter anderem auch gegen das SAX. Dieses X hatte die Form von mir selbst in meinem Powersuit angenommen und verfügte über entsprechend viel Kraft. Ich konnte die Bedrohung durch die X auf SR388 abwenden, indem ich die Forschungsstation mit dem Planeten zusammenstoßen ließ. Richtig. Danach waren die X und die Metroids nur mehr Erinnerungen, jedenfalls dachten wir das. Doch gerade als alles vorbei zu sein schien, erhielt die Galaktische Föderation eine mysteriöse Videobotschaft. Okay. Darin war ein X zu sehen, in natürlicher Umgebung, frei lebend. Eine gründliche Analyse ergab, dass das Video echt war. Auch wenn der Absender unbekannt war, konnte die Herkunft der Botschaft einem bestimmten Planeten zugewiesen werden. Dieser Planet hieß ZDR. Sollten die X dort tatsächlich überlebt haben, würde das eine Bedrohung für die gesamte Galaxie darstellen. Die Galaktische Föderation entsandte sofort ein Forschungsteam, das aus 7 Emmy bestand. Ich ahne, was passiert ist. Und ja, okay, okay. Die Emmys sind dann unsere Gegner. Man hat ja schon so ein bisschen gesehen, ne, dass da immer solche Figuren im Hintergrund sind. Die Emmy werden dort befallen und so wird's laufen. Genau so wird's laufen. Oh mein Gott. Emmys sind große Forschungsroboter, die kreiert wurden, um Feldproben zu sammeln und deren DNS zu extrahieren. Ihre unglaubliche Beweglichkeit und ihre Schutzpanzerung aus dem stärksten Material des Universums galten als Erfolgsgarantie für die Mission. Die werden befallen und sind dann folglich diese Roboter, die uns da verfolgen. Ja, sämtliche Kommunikation brach ab und jetzt geht dann Samus hinterher und wird von den Emmy überrascht. Oh weh, ich verstehe. 7 Stück. Was geht auf ZDR vor? Ist der Planet wirklich von X befallen? Da ich als Einzige gegen diesen Parasiten immun bin, liegt es nun an mir, das herauszufinden. Ja, sie kann nicht mehr befallen werden. Oh Junge. Eigentlich müsste ich jetzt hier fast eine Facecam anmachen und das Metroid-T-Shirt anziehen, was ich mir dazu bestellt hatte. Aber ich habe kein Greenscreen und so, das sieht dann blöd aus. Nee, machen wir nicht. Oh, ich muss sagen, allein das Intro hat mir jetzt schon gefallen. Also da fanboy ich tatsächlich ein bisschen. Okay, wir begeben uns also zu ZDR. Wusch. Der Eintritt in die Atmosphäre von ZDR steht kurz bevor. Da haben wir wohl wieder unseren Powersuit verloren, wenn ich mir das so angucke. Ah, nee. Sieht noch okay aus. Wobei sie gerade hat sie schon ein bisschen, oder? Weiß ich nicht. Dieser Aufzug führt in die Tiefen einer unterirdischen Anlage.
Wahrscheinlich ist diese Nacht. Ja, so sah sie vorher aus. Genau, ja, wir haben verloren. Wir haben unser Zeug verloren, wie immer. Stelle wohl das Rätsel an deine Verbindung her, sobald du unten bist, damit bleiben können. Endlich ein Ende, Lady. Oder? Nee, oder? Hä? Doch, hier hat sie das Zeug noch richtig an. Ist das ein Emmy? Der sieht viel zu groß für ein Emmy aus, oder? Ja, moin, das war der Pulslaser. Oh, das heißt, wir bekommen... Okay. Die haben dann diese Fähigkeit, die wir wahrscheinlich wieder bekommen oder so. Yo, die X haben sich hier auf jeden Fall gemütlich gemacht. Oder was soll... Das ist kein Emmy, oder? Die Emmys sehen, dürften anders aussehen. Okay, und dann hat sie jetzt ihr Zeug verloren. Ja, gut. Der übliche Spaß. Damit man nicht voll ausgerüstet am Anfang ist. Und das sieht aus, als ob wir langsam in die 2D-Phase kommen. Ich kann spielen. Oh mein Gott. Okay. Also wir können normal springen. Wir haben scheinbar schon Missiles. Wir haben den normalen Schuss. Er lässt sich noch nicht aufladen. Oh, wir können schlagen. Okay. Geht das in verschiedene Richtungen oder ist es einfach nur so... Okay, du schlägst halt. Okay. Oh, oh, okay. Ich meine, es wird sicherlich eh alles von selbst noch erklärt, aber ich finde ja immer gerne alles vorher raus. Wie gehen Raketen hier? Ah, okay, hier schalte ich um und dann schieße ich wahrscheinlich so Raketen. Ja. Oh. What's this? Ist das einfach nur zum Zielen, dass man sieht, wohin es gehen würde? Wahrscheinlich. Cool, cool. Ich kann mich auch noch nicht in den Ball rollen. Okay, hier kann ich die Karte. Okay. So, wir gehen mal kurz ins Menü. Und gucken, was wir hier alles tun können. ZDR-Übersicht, das ist die Karte, ne? Ja, das ist dann die Map. Die wird super wichtig. Wir starten in Artaria. Okay. Zone wählen. Ja, und dann haben wir hier Artaria. Okay. Markierungssets. Okay, also es wird mit hundertprozentiger Sicherheit wird es wieder ganz viel hier dann Dings geben. Weißt du schon, was ich sagen will? Backtracking. Samus, genau. Wir haben aktuell so gut wie nichts. Das wird uns mit der Zeit alles wieder aufgefüllt, hoffentlich. Und dann haben wir hier Logbuch. Ah ja, ah, da kann ich immer mal wieder reingucken. Kann ich das lesen? Ah, Tutorials gibt es noch gar keine zur Verfügung. Und da steht einfach nur auf einen mysteriösen Feind getroffen, aber lesen kann ich es nicht. Okay, gut. Okay, in die Richtung geht es tatsächlich. Hier war eine Tür, die ist gelb. Kann ich gelb schon öffnen? Natürlich nicht. Auch nicht mit Raketen. Nee, okay. Das heißt, da geht's noch nicht weiter. Wir müssen hier lang. Oh, ich kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich so gut an, mal wieder ein Metroid zu spielen. Ich hoffe, sie haben es gut gemacht. Ah, so kann ich dann so ein bisschen steuern. Ah, I see. Yo, 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 okay.
Ich wollte sagen, Fusion war echt gut und seitdem gab es ja kein 2D-Metroid mehr. Ich würde jetzt Other M nicht als 2D-Metroid bezeichnen, ne? Also wirklich nicht. Rutschen. Neige L, um zu laufen und drücke ZL, um zu rutschen. Aha, das haben wir noch gar nicht, siehst du, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Hui. Ah ja, jetzt haben wir hier zum Zielen. Genau, dann kann ich nämlich das hier exakt treffen. Kaboom. Das geht auch noch nicht. Weder, okay, das geht mit gar nichts von dem, was ich habe. Kann ich das Ding, upsie. Kann ich das Ding da oben abschießen? Ne, da kommt einfach nur Mist raus. Ah, okay, das kann ich zum, so ein bisschen zum Aufladen nutzen. I see, I see, I see. Yeah. Die kann ich wahrscheinlich kaputt schießen. Ja, und dann kann ich mich da reinhängen. Okay. Hopp und hopp. Ah, die kommen aber auch wieder. Ist das ein Speicherpunkt? Das ist eine Aufladung. Okay. Das ist eine Aufladung. Ja, ja, habe ich verstanden. Das ist für die Raketen. Dann machen wir das doch gleich mal. Nee, wie ging rutschen? So. Ah, ach so, das kommt wieder. Manche zerstörte Blocks sind verborgen. Schieße an Sackgassenenden, um dich von Missiles getroffen. Was sind Unterpreise? Geben mit Unterpreis. Ach so, ah, verstanden. Wenn ich die mit einer Rakete schieße, treffe, dann erfahre ich, wie die kaputt gehen. Okay, jetzt gehen wir aber erst nochmal kurz in die andere Richtung. Einfach nur gleich, um mal zu gucken. Hier ging es nämlich auch noch weiter. Ah, nee, da komme ich mal irgendwann rausgerutscht. Da komme ich jetzt nicht rein. Ah, siehste? Okay, 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 I see. Ah, dann füllen wir nochmal kurz auf. Ah, jetzt gibt es auch eine Option zum... Jetzt sieht man, wie das aussieht zum Auffüllen. Okay, cool. So. Ah, okay. Dann machen wir hier wieder kaputt. So, und dann gehen wir hier durch. Okay. Oh, Cutscene. Oder Sequenz oder was auch immer. Ah, kriegen wir jetzt die Karte vom ersten Gebiet? Daten werden hochgeladen. Du hast dir also Zugang zu einer Netzwerkstation verschaffen. Gut gemacht, Samus. Anhand der von dir hochgeladenen Daten konnte ich deine Vitalfunktionen und dein Videologbuch überprüfen. Okay, Adam spricht zu uns. Bei einer vollständigen Analyse kann ich nicht erklären, warum du das Bewusstsein verloren hast. Meine Untersuchungen bauten auf tiefgreifende körperliche Veränderungen in dir hin. Was auch immer die Ursache für diese Veränderungen sein mag, scheint sie dir die meisten deiner Fähigkeiten geraubt zu haben. Du kannst es auch als körperliche Amnesie bezeichnen. Ja, das ist im Prinzip der typische Metroid-Weg, dass man eben sein Zeug erstmal wieder sammeln muss. Was deinen Angreifer angeht, so vergleiche ich gerade die Datenbank der Föderation mit einem Videolog. Ein Chozo? Anscheinend handelte es sich um einen Chozo. Seine Identität ist mir noch nicht klar. Okay. Ich konnte herausfinden, dass du dich irgendwo in den Tiefen von ZDR befindest. Deine oberste Priorität sollte jetzt sein, zu deinem Schiff an der Oberfläche zurückzukehren. Die Situation ist gefährlich. Vertrau auf deine Instinkte, während du dich nach oben begibst. Okay. Dieser Planet scheint aus mehreren Zonen zu bestehen. Sie sind durch Shuttles, Aufzüge und andere Transportvorrichtungen verbunden. Suche nach möglichen Wegen, um an die Oberfläche zu gelangen. Kriegen wir hin? Der Standort des Schiffs ist auf der ZDR-Übersicht markiert. Sieh einmal nach.
Eventuell triffst du auf Areale mit niedriger Temperatur. Deine Metroidiens macht dich ihnen gegenüber verwundbar. Verbringst du Zeit in kalten Gebieten, fügt dir das Schaden zu. Okay. Im Untergrund befinden sich viele kalte Gebiete. Betritt sie nicht mit einem normalen Powersuit. Ja, da warten wir, bis wir das können. Noch. Unterirdische Interferenzen verhindern die Funkübertragung. Melde dich bei mir, wann immer du eine Netzwerkstation findest. Na klar. Machen wir doch glatt. Ah ja. Wir speichern. Ah, okay. Das ist dann allgemein so eine Speicherstation oder kann ich da sozusagen alles Mögliche? Okay, ich kann dann nur speichern. Gut. Okay. So, Karte. Also, das Schiff ist eingetragen, hat er gesagt. ZR-Übersicht. ZDR-Übersicht. Ich will mal ZDF sagen. Hä? Ach, der ganz oben war. Ganz da oben ist okay, okay, alles klar. I see. Ja, mehr kann ich hier gar nicht drücken. Jetzt kann man hier wahrscheinlich. Ah ja. Ah, kann man das nochmal durchlesen dann? Du hast den Zugang zu anhand der von dir. Ja, das ist der gleiche Text. Okay, also dann kann man das nochmal nachlesen, sollte man irgendwas verpasst haben. Okay. Oh, ja moin. Komm ich da unten durch? Oh, okay. Führe im richtigen Moment einen Melee-Konto. Oh, machen wir jetzt hier diese Dinger? Machen wir jetzt hier, wie heißen die nochmal? Ah. Wenn man in der Cutscene einen Knopf drücken muss. Oh, wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen. Ist egal, gab es bei Sonic auch dann nach einer Weile. So Reaktionsdinger halt. Für mich nur ein Melee-Konter aus, um gewisse Angriffe zu parieren. Und automatisch auf den Angriff zu ziehen. Drücke für einen Melee-Konter jetzt X. Drücke im richtigen Moment X, um gegnerische Angriffe. Ach so, nee, das ist okay. Das hatte nichts mit der Cutscene zu tun. Ah, I see. Was mache ich falsch? Okay. Sollte mal gucken, ob ich hier vielleicht. Aber konnte ich dann in die andere Tür gar nicht rein? Ah, das ist eine orangene gewesen. Okay, I see. War nämlich ganz überrascht, dass ich da plötzlich in eine Cutscene reinlaufe. Aber warum nicht, ne? Ah, das ist... Der da ist allerdings real. Besiegst du einen Gegner, der einen Konter... Diese zahlreiche... Ah, okay. Dann will ich sozusagen möglichst oft... Komm ich da... Ah, da komme ich so rum hin. Ich wollte eigentlich... Wie ging das noch? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Ah, welche Taste war das? X war's. Uah! X war's, ich hab die Taste vergessen. Genau, die da. Komm her! Ja. Und jetzt kaputt und dann hinterlässt er ganz viel... Okay, das war leider nicht direkt sicher wahrscheinlich. Okay, gib mir schön Energie. Nice. Okay, ja, ich sehe. Und wie gesagt, wir haben gelernt, manchmal muss man die Wände angreifen und dann zieht man, also mit den Raketen, und dann sieht man, ob man die öffnen kann. Ah, ich drücke die falschen Blödsinn hier. Ah, Mann, ich habe das Timing noch nicht drauf. Komm her. Und jetzt kaputt. Jawohl, sehr schön. Okay. Da komme ich noch nicht hoch, oder?
Nee. Sieht nicht danach aus. Okay. Hier darf ich auch noch nicht durch. Vielleicht, wenn ich alle Gegner besiegt habe. Darf ich hier durch? Nein. Darf ich hier hoch? Nein. Hä? Das ein Leuchten auf der Karte zeigt an, dass sich an diesen Stellen ein verborgenes... Ah, okay. Sehr gut, das ist wichtig. Leuchtet sonst irgendwo schon was? Da ist zum Aufladen gewesen. Okay. Okay, I see. Und weil es jetzt da leuchtet, ist hier ein Item. Missile-Container erhalten? Ah ja, okay. Typischer Missile-Container einfach. Okay, cool. Darüber komme ich scheinbar aber nicht. Oder hier durch? Ach so, jetzt ist da auch... Ah, ja, jetzt komme ich gar nicht mehr. Ach so. Da komme ich durch, wenn ich Kugel werde wieder. Also wenn, da werde ich wahrscheinlich bald die Kugel. Weil im Moment komme ich dann nicht mehr durch. Okay, I see. Hey! Da konnte ich nicht schnell genug reagieren. Und jetzt ist es kalt. Oh, begegnen wir... ich wollte gerade sagen, wir begegnen jetzt einem Emmy. Oh, shit. Und die sind wie die SAX. Vor denen müssen wir jetzt wahrscheinlich fliehen. Oh, shit. Um einen Emmy-Angriff zu kontern, drücke X genau während des Blitzes. Da der richtige Zeitpunkt scharf zu stellen ist, ist dieser Manöver so gut wie möglich. Ja, danke! Ich will hier dran vorbei, I guess. Okay, wir rutschen durch und durch und hauen ab. Ich verstehe. Oh Gott, okay, wir hauen vor den Emmys genauso ab wie vor dem SAX. Kommt jetzt hinterher? Kann ich hier chillen? Oh, das war nicht so gut. Oh, shit. Betritt ein Emmy den Bereich, wird er als roter Punkt angezeigt. Ach, du Schande. Okay, so, jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig da rein. Ich will nämlich nicht gleich... Hier, kann ich da vorher irgendwie... Nein, okay. Okay, also einmal darf ich das machen und danach hauen wir ab. Ich habe es verstanden, wir werden uns nicht mehr mit dem beschäftigen. Ich wollte mal gucken, wie das ist, weil vor dem SAX musste man sich praktisch nur so ein bisschen verstecken. Oh, Junge. Und davon laufen hier 7 Stück rum, ey. Jo, hau ab. Okay. Ist das unsere Morphball-Fähigkeit? Nee, das ist irgendwas mit dem Ding. Die Energie hat den Waffenarm in eine Omega-Kanone verwandelt. Omega-Blaster aktiviert. Halte L und neige... L und sie in die Richtung. Oha, ah, das geht aber wahrscheinlich nur jetzt einen Moment lang.
Halte R gedrückt, um den Omega Blaster aufzuladen. Ist der aufgeladen, halte R weiterhin gedrückt und suche Z. Drücke Z, um zu schießen. Ziele auf den Kern. Also das geht nur so und dann auch nur so. Und zack. Ja, moin. Ich hab... So, okay. Okay, ja, jetzt ist die Tür kaputt. Ich weiß, ob du das wolltest, Samus, aber okay. Und so zerstören wir jetzt den Emmy, oder was? Ist der noch da? Ach, ist der weg jetzt? Yo! Fuck me. Bin ich erschrocken. Oh mein Gott! Okay, nochmal. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der mir gleich wieder in die Arme rennt. Hätte ich den auf der Karte sehen können? Wahrscheinlich ja. Ja, wir starten natürlich hier. Also. So, zack. Aber ich sehe ihn jetzt nicht auf der Karte, oder bin ich doof? Oder ist das der Emmy da? Kann ich zoomen? Nein, ich wollte zoomen. Ah, nee, das ist die Tür. Okay. Ah ja, I see. Okay, ciao. Oh my goodness. Haben wir jetzt den ersten Emmy schon zerstört von 7? Okay, das geht also nur... Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht lange bleibt. Okay. Aber darf ich die nochmal aufladen da oben? Wahrscheinlich nicht. Das geht wahrscheinlich auch nur einmal. Ja, klar. Hier geht's auch nicht weiter, okay. Ja, ja, gut, ne? Ist hier irgendwas? Nein? Okay. Ist hier irgendwas? Komme ich da irgendwie hoch? Aktuell sieht's nicht danach aus. Aber jetzt darf ich hier wieder raus. Ja, jetzt darf ich hier wieder raus. Ah, und jetzt kann ich andersrum hier hochlaufen, was ich vorher nicht ging. I see. Das ist ein Speicherpunkt. Ja, perfekt. Okay. Ich denke, wir haben genug gesehen für den ersten Part. Ich hoffe, das Spiel ist ausreichend groß. Weiß es natürlich nicht. Gerade so in letzter Zeit wirken manche Spiele kürzer, als man sie gedacht hätte. Aber wir werden sehen. Ich wollte da nicht wieder... Okay, I see. Aber ich denke, wir werden hier uns schon eine Weile aufhalten können. Ich versuche natürlich, alles zu finden. Ich habe keine Ahnung, ob es hier irgendwie Collectibles oder sowas geben wird. Klar, ob ich jetzt alle Missile-Tanks dann finde oder so, keine Ahnung, oder die Energy-Tanks, die es dann immer geben wird. Schätze mal, dass es ja auch Energy-Tanks gibt oder sowas in der Richtung. Werden wir alles sehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.